Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal ein kleines bisschen, also wir werden mal damit anfangen. Oh, das mit dem neuen Schatten sieht schon echt geil aus, ne? Mit dem hochqualitativen Schatten. Weil genau da werde ich mich nämlich heute auch mal ein bisschen drum kümmern. Weil wir haben ja hier unsere Uhr und die wollte ich umbauen. Und außerdem hier hinten... Das mache ich, glaube ich, mal als erstes, weil das geht, glaube ich, ganz schnell. Das Lootloch werden wir mal umbenennen zu Lootloch. Warte mal. Nee. Warte, dann mache ich mal die Bindestriche weg. So, so und so. Loot tut gut Loch. Sehr gut. Und dann haben wir das schon mal. Und hier habe ich mir nämlich überlegt, das sollte aber, glaube ich, auch ganz schnell gehen. Ich habe mir da nämlich mal was vorbereitet. Wir reißen mal den weg und den. Und ich glaube, das reicht schon. So. Und dann scrollen wir mal ran, weil ich habe mir hier nämlich was rausgesucht. Wir haben jetzt hier momentan die Uhrzeit stehen in digitaler Form. Das finde ich irgendwie so lala. Ich wollte mal gucken. Ich habe mir das mal vorbereitet. Einen Moment. Ich guck mal hier bei 18 Uhr, kopiere ich mir mal das Icon hier raus, weil es gibt doch diese... Ach ja, stimmt. Warte, ich mache das anders, weil nachher will ich es doch nicht ändern und dann muss ich das nochmal alles kopieren und so weiter und so fort. Deswegen mache ich das mal so. Also bauen. Nee, bei Möbel. Schild. So. Nur als Zwischenkopierer, ne? Mache ich mal hier mal hin, so. Dann kopiere ich das mal und füge es hier ein. So. Und hier mache ich jetzt mal diese... Warte mal, ich glaube, man sieht es nicht, ne? Ich mache mal kurz alles weg. Oh! Slash N. Hä? Wenn ich so mache, okay. Dann mache ich nochmal einfügen. Ach so, ich denke mir die ganze Zeit, hä, was will er denn jetzt? Ich habe ja natürlich das andere jetzt kopiert. Das hier wollte ich. So. Und dann machen wir mal so. Hashtag FFF und Klammer zu. Und hier hinter slash N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mache ich mal. Noch ein. Slash N 8. Oh. Ist besser, oder? Andererseits müssen wir sie jetzt natürlich so ablesen, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde das deutlich besser als diese komplizierte Schrift dort. Also wenn ich das mal kopiere, weil ich will jetzt mal was ausprobieren, damit ich nicht immer alles nochmal eintippen muss. Wenn ich jetzt sage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal, ich mache erstmal so und probiere es nochmal. Moment. Ich kopiere mir schon mal das richtige Icon. Hä? Ach, jetzt. Nochmal. Also ich bin ganz unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein weg. Einfügen. Enter. Ja! Das klappt sehr gut. Oh. Den muss ich entfernen, ne? Ja, muss ich kurz. Dahin, da ist er doch. War in der Wand drin. Ich mach mal. Stopp. Finde ich das besser als das Digitale? Eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich schon. Ich mach das überall. Ich mach mal kopieren. Und einfügen. Das mache ich ja erstmal überall. Weil dann muss ich nämlich nur noch das Uhr-Icon ersetzen. So. Oh, hier fehlt einer. Der ist da drin, ne? Shit. Da ist er. Na komm, lass mich dich antargeten. Nein! Hä? Jetzt geht's. Da, 13.30 Uhr. So. Ich will allerdings, ich habe gerade überlegt, bei dem direkt anzufangen.
Aber warte mal. Der ist richtig, der ist richtig. Dann der hier ist 15 Uhr. Kopieren. Und nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein zurück, einfügen, Enter. Dann 13.30 Uhr. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Dann 12 Uhr. Das ist der hier. Nee, warte mal. Doch, ist richtig. Der hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ja. Dann den 10.30 Uhr kopieren. Oh, halt, abbrechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, einfügen. Und noch den 9 Uhr Dingens. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, so. Und dann baue ich das hier wieder zu. Den 45 Grad Dingens. Mal. Hier dran, ne? An den. Komm schon. Ne, der ist falsch. Komm schon, lass sie mich anbappen. Ja, das ist von dem hier. Warte mal, wenn ich so mache. Unten. So. Jo. Ja, so ist richtig. Dann hatten wir den hier abgerissen. Das war sogar ein großer, ne? Ja, so einer. Der kommt hier dran. Und natürlich die zwei Bradder. Eins hier. Und eins. Ach ja, das Holz fehlt. So. Und so. Ne? Besser so, oder? Oder ist es besser so? Jetzt müssen wir immer auf den Stundenzeiger gucken, aber ich finde es gar nicht schlecht. Ne? Da ist jetzt die 12 Uhr rum, das heißt, wir haben es gerade genau Mittag. Ja, doch, ich finde es schon besser so als mit diesen Zahlen, weil die waren irgendwie so... Keine Ahnung. Also letzten Endes im Kopf umrechnen muss uns immer noch. Hä, warum haben wir denn so viel Harz? Und eine Nadel, hä? Keine Ahnung. Irgendwie in letzter Zeit, wenn ich die Aufnahme starte, haben wir seltsame Items im Inventar. Ich frage mich die ganze Zeit, was das soll. Gut. So. Ich hatte auf To-Do geschrieben, dass wir kochen müssen, ne? Weil es waren, glaube ich, eine ganze Menge... Ja, hier ist leer, hier ist leer. Wir müssen alles wieder aufkochen. Met sieht noch ganz gut aus. Ja, warte mal. Ich guck mal kurz in den Fässern, ob wir da auch noch was nachbrauen müssen. Oder was haben wir denn hier eigentlich? Starke Heilung, sehr gut. So, nochmal Mana-Tränke. Ja. Also ich glaube, dann mit Met versorgt, sollten wir dann, glaube ich, erstmal versorgt sein. Ich packe die mal hier hin. So, 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 so. Denn den Platz brauchen wir jetzt zum Kochen. Und dafür hole ich mir vor allem erst einmal ordentlich Aegis. Oh! Können wir nämlich mal wieder ein paar neue holen, wa? Also neue... sagt man... in Produktion bringen. Pilze. Da hatten wir ja entsprechend schon uns gut vorbereitet. So. Und wir gehen nach unten. Machen erstmal das Omelette, dann haben wir das schon mal hinter uns. So. Ein Bread raus. Und rein... Oh, ups. Nein, das habe ich falsch reingetan. Da soll das rein. Hä? Das Feuer war gerade aus. Das war neu. Das war es noch nie. Na gut. Pilzomelette. Let's go. Ach ja. Das dauert ja immer so lang. Oh. Und ich habe auch außerdem gar nicht geguckt, wie viele Stacks wir jetzt brauchen. Ich glaube 4, 5. Und selbst wenn, wir hauen davon so viel weg, ich glaube, ich mache die kompletten Eggs weg. Ja,
Würde ich sagen. Ich wünsche, das könnte man irgendwie beschleunigen oder automatisieren. Aber letzten Endes so selten, wie wir kochen, ist es eigentlich wiederum okay, ne? Es ist halt einfach immer ein bisschen boring. Oh, und das hier sieht immer noch so lecker aus. Haben wir eigentlich ein gekochtes Ei auf unserem Bankett? Stimmt, das muss ich eigentlich mal nachgucken, ne? Weil letzten Endes ist es ja nichts als einfach nur ein Ei. Also ein Spiegelei. Weil ich finde Spiegelei so lecker, das muss eigentlich noch mit auf unseren Tisch rauf. Weißt du was? Ich mache mal den Snack hier zu Ende und dann gucke ich das gleich mal oben. Oh, und ich finde es auch richtig angenehm, dass wir nichts essen, was man backen muss. Wir haben ja vorher immer Brot gehabt und das war dann immer so nervig, dieses hier vorstehen. Das habe ich dann ja auch immer vorgespult, ne? Weil das ja schon echt sehr nervig war. So, Food. 4 Stacks hatte ich richtig. Aber warte mal, ich mache mal den Stack hier rein. So. Ich mache außerdem den hier rein und den hier rein. Damit wir einen Überblick haben, wie viel wir denn haben. Hier fehlen noch 5 und natürlich das, was auf Tasche ist. Und ich gucke mal, ob oben ein Spiegelei liegt. Ja, doch, ist schon besser so. Schon dezenter. Ja, ich finde es gut. Habe auch überlegt, beides hinzuschreiben. Aber ich glaube, das wäre da ein bisschen too much. So, haben wir hier ein Spiegelei? Nö. Nö, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal eins. Ich frage mich, ob ich überhaupt schon mal irgendwann eins gemacht habe. Weil dann wird es ja ein neuer Gegenstand sein, ne? Wir brauchen außerdem 4 Edelholz. 4. Und ein Bronzenagel. So. Sehr gut. Und was war das? Ich glaube, der Stack war gerade fast voll, ne? Also, ich glaube, halb voll. Wir brauchen noch 5 und noch was auf Tasche. Moment, ich sortiere das hier mal ein bisschen besser. So, so und so. Machen wir uns einen vollen Stack oder mache ich sogar mehr? Ich habe ja eigentlich gesagt, ich will hier alle Eier, die wir haben, verwursten, weil wir so viel Omelette essen, ne? Also das wäre jetzt auf jeden Fall der Stack für unsere Tasche. Jetzt fehlen uns noch 5. Ich mache den Stack hier einfach weg. Ja, dann haben wir ein bisschen mehr. Ist aber ja gar nicht weiter wild. Das können wir in unsere Garderobe packen. So. Das noch. Und noch eins. Zack. Das bringe ich schon mal hoch. Halt, das Spiegelei. Hier. Oh, neuer Gegenstand. So viel Zeit muss sein. So, dann bringe ich das schon mal weg. Hier rein. So, und so. Ach ja, das ist hier immer noch, Alter. Naja, gut. So, ich mach mal so und so. Verzeihung, musste ich kurz husten. So, hier kann ich so machen. Pilze hier rein. Zack. So. Und wir nehmen als nächstes mal dieses Getreidezeugs. So, und Maggi. Lecker Harzbrei. Boah. Naja, wenn's magisch ist. Ach, verdammt, irgendwas fehlt. Die blauen Pilze fehlen. Ich bin ein Narr. Aber gut. Oh, voll die Mucke, ne? Und sie geht wieder von vorne los. Und jetzt gehen wir nochmal nach unten. Kein Feuer mehr. Musik wechselt und wir haben wieder Feuer und jetzt geht sie wieder von vorne los. Hä, bin ich bescheuert? Das ist die Haferbrei. Ach, das braucht ja das Gelee, ich Narr. Aber wo ich gerade hier bin, was braucht denn das andere nochmal? Und was denn? Suchersülze, die braucht die blauen Pilze. Auch Gelee und Sucherfleisch. Ich hole erstmal das Gelee, weil das Sucherfleisch nimmt, glaube ich, zu viel Platz im Inventar weg. Sorry. Da laufe ich hier die ganze Zeit hin und her. Und wir brauchen wieder neues Gel, ne?
Ja. Und Totems kann ich übrigens streichen. Gelee. Ja, da verzweifelt er schon wieder. Nein, nicht Gelee! Ja, das glaube ich ihm, dass er verzweifelt. So. Und let's go. Da brauchen wir, glaube ich, 2 Stacks. Aber auch da mache ich wieder ein bisschen mehr. Keine Ahnung, wie viel wir davon machen können. Stimmt, dann sollte ich gleich Gel holen, ne? Wir müssen also in die Mistlands. Naja, gut. What should it? Früher oder später müssen wir da ja sowieso hin. Und wir waren da auch so lange nicht mehr auf Gel-Tour, ne? Ich habe natürlich echt keinen Bock auf die hässlichen. Aber wann hat man das schon? Ich probiere mal, ob ich den kompletten Harz verwertet kriege. Kriege ich. Weil es braucht 4 und das ist durch 4 teilbar. Sehr gut. Ja, dann mache ich alle. Ich glaube sogar, wir müssten sogar noch mehr machen, ne? Weil wir brauchen noch 3 Stacks. Oder? Und was auf Halde. Also auf Tasch. Moment. Viel zu viel Getreide mitgenommen. So, das hätten wir schon mal. Huch. Ja, so geht's natürlich auch. Und dann packe ich das schon mal weg hier. Ah, sehr gut. Es reicht, was wir hier gemacht haben. Haben wir zwar nichts in unserer Garderobe, aber ist schon okay. Und dann machen wir noch das Aspik-Zeugs. Da kann ich das Korn wieder wegpacken. Wir brauchen noch mehr Gel, ne? Jo. Außerdem das. Und was braucht es noch? Ach ja, natürlich Sucherfleisch. Hier. Nee, hier. So, mach ich mal. Also wir haben natürlich noch mehr als genug Sucherfleisch im Speicher, aber ich spare mir das jetzt mal hochzugehen und ich guck mal, wie weit wir hier mitkommen. Stimmt, ein Fleisch ist ja eine Sülze. Das sollte auf jeden Fall reichen. Oh, das finde ich immer noch am satisfiesten. Geht einfach doppelt so schnell. Hm, wie viele mache ich hier? Auch alle? Oder? Nee, ich glaube, das ist too much. Weil ein 20-Stack sind ja schon 2 komplette Food-Stacks. Hm. Ich glaube, hiervon mache ich noch die Hälfte. Obwohl, nee, ein Stack mache ich noch weg. Komm. Das wird ja sowieso unsere Hauptnebennahrung sein. So. Und einen letzten Stack noch. Und dann sind wir endlich mit Kochen fertig. Und den letzten. Zack. Hier hin. Da nach oben. Und den Rest in die Kiste geworfen. Oh. Huch. Oh, genau die falschen einsortiert. Sehr gut. So. Hätten wir das. Der ist voll. Alles ist wieder gefüllt. Ja, Salat fehlt jetzt ein bisschen. Ja, egal, ne? Ich würde sagen, das ist egal. Ich bring mal die restlichen Sachen weg. So. Dann das Gel hier rein. Halt. Hier. So. Monsterfleisch hier unten. Und dann würde ich sagen, wir können theoretisch uns schon mal vorbereiten. Das hier werden wir ja brauchen, anstatt dem. Den mache ich mal nach hier. So und so. Und dann nehme ich mir mal Tränke raus. So. Den hier hin, den in die Garderobe. Den brauchen wir nicht. Essen haben wir voll. Die mache ich so rum. Hier nehme ich den vollen Stack mit, weil die können wir bestimmt gut gebrauchen. Den mache ich an. Gegessen. Ja, ich esse mal jetzt schon. So. Weil dann kann nämlich unser Leben derweil schon mal regenerieren. Außerdem mache ich hier den Hammer. Möbel. Hier. Und den mache ich mal hier mit vorne hin, wa? So. Und so. Zack. Ja. Ja, ja, ja. Das sieht sehr gut aus. Alter, dieser übertriebenst gedeckte Tisch, ne? Voll geil.
So, das kommt hier hin. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich mache sogar die Kappe an. Obwohl, wir sind gleich in der Höhle, ne? Wir sind in den Höhlen unterwegs. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal pennen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt los. Und fackeln gar nicht lang. Weil wir müssen ja auch durch die Nacht. Und ich würde auch ein Portal mitnehmen, ne? Wir haben ja sogar letztes Mal unser Reiseding abgeschlossen. Ich könnte sogar unser Reiseportal mitnehmen und das mache ich auch. Habe ich das hier reingetan? Ne, ich habe es einfach einsortiert letztes Mal, ne? Gut. Huch. Oh, Plusby, das tut mir leid. Ich wollte nicht auf dir rumtreten. So. Edelholz, 20. Holz, 10. Eigentlich habe ich das ja immer vorbereitet. Keine Ahnung, habe ich wohl letztes Mal vergessen. Augen 10 und Suttlingskerne 2. So, das sollte es gewesen sein und dann ab in die Mistlands. Oh Mann, da habe ich ja Bock drauf, aber gut, was soll's. So, ich leere erstmal die Dinger hier aus, aber schleppe es natürlich nicht mit, sondern schmeiße es davor, wie immer. Und dann gucken wir mal. Ich habe mir das hier mal alles markiert, ne? Wir sind immer unten, so, und dann hier oben zurück, ne? Das heißt, ich gehe einfach mal zu der hier. Halt, erstmal zu der 8 Gel, die ist da. Und dann... Oh, das geht ja gut los. Wo? Ich muss ihn killen, sonst macht er mein Lager kaputt. Wo bist du? Der war ganz dicht. Wahrscheinlich hier unter mir oder so. Da ist er. Ja. Huch, huch. Hä? Wie hat der mich denn getroffen? Das habe ich gerade überhaupt nicht geschnallt. Gut. Ich bin viel zu dicht. So, Trank. Und go. Und tschüss. Okay, das war easy. Gott sei Dank. Sein Gallenbeutel hätte ich gern. Der muss hier unten irgendwo rumfliegen. Oh. So. Zecken auch down. Und wir gehen nach dort. Ich weiß nicht sicher, ob die oben oder unten war. Oben. Gut. Die sind bestimmt auch hässliche, ne? Nee, nicht nachgespawnt. Warum auch immer nicht. Gut. Ich baue mal hier das Portal hin. So. Ah, hat gerade angefangen zu regnen. Genau als wir im Unterstand waren. Und wir jetzt in die Mine müssen. Sehr gut. Und wie viel war hier? Halt 8 Stück. Müssen wir wieder mitzählen, damit wir keine übersehen. Beziehungsweise, wenn wir alle gefunden haben, nicht weitersuchen, ob da noch welche sind. So, hier ist direkt ein... Oh, I, Alter. Stier! Lebt immer noch. Hier, Feuerball. Ciao. Und noch eine. Ich jump mal hier rüber, um sie herzulocken. Moin! Und da kommen sie. In die eigene Falle getappt. Sehr gut. Da kriegst du erstmal direkt einen leckeren Feuerball ab. Na komm. So kann ich dich nicht erwischen. So kann ich dich erwischen. Ja, mit deinem Stuff. Hier fliegt noch irgendwo was. Gut, hier ist nichts. Da. Oh, shit, 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 nein! Boah, mein Energieschild war down. Hui! Da gehen wir gerade schon wieder ganz schön die Düse. Da sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Tschüss. Und tschüss. Da kommt noch einer. Zwei sogar, ne? Ne, nur einer.
Auf Wiedersehen. So. Noch einer. So. Weggeduckt. So. Hätten wir die? Hätte ich auch direkt den Feuerball nehmen können, ne? Da sind die mit einem Schlag tot, glaube ich. Aber gut, ich gehe mal hier lang. Ich sollte mich eigentlich immer links halten, ne? Was mache ich denn da? Oh. Naja, ich gehe ja schon. So. Aha. Gel Nummer 1. Mache ich mir mal wieder eine Strichliste. So. Weil sonst komme ich ja wieder mit dem Zehen durcheinander. Das weiß ich jetzt schon. Ciao und Energieschild. So, Nummer 2. Hervorragend. Ja, scheiße. Jetzt hätte ich mich eigentlich mal an unsere alte Devise halten sollen. 3. Da unten waren, glaube ich, keine. Da ist ein Sucher mit Stern. Aber ich glaube, in diesen Seen unten sind nie Fropfen. Deswegen hau ich mal ab. Widerliches Viech. Stirb! Ach, irgendwie auch immer zerplatzen. Aha, da ist er doch. So, auf Wiedersehen. Und hier lang war ich hier schon. Das meine ich. Ich habe den Überblick verloren. Ich bin so ein Narr. Gut. Aber hier ist noch eins. Sehr gut. 4. Hätte ich mich jetzt schon wieder verzählt. Ich dachte, wir sind erst bei 3. Genau das meine ich. So. Tschüss. Hier kam ich her, ne? Hier geht's wieder zurück, glaube ich. Ja. Gut. Dann hier können wir nicht lang. Aber hier können wir noch runter. 1 und 2. 5 und 6. 2 sind hier noch irgendwo. Hier nicht. Hier bestimmt, ne? Ja, hier ist einer. 7. Dann müsste hier noch irgendwo einer versteckt sein. Und dann können wir hier auch wieder raus. War ich hier schon? Nee, oder? Aha, da ist er doch. Nummer 8. Her damit. Hier war eine Zecke. Nee, doch nicht. Super. Tschüss. Und ja, die Eier, die an der Decke kleben, können wir leider nicht abbauen. Das da sieht so aus, als könnte man es abbauen. Kann man aber nicht. So, ja gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen zurück und gehen direkt zur nächsten Mine. Ich überlege gerade, diesen Stuff, den wir jetzt hier aufgesammelt haben, können wir eigentlich schon mal zurückbringen. Hä? Nee, ist falsch. Hm. Hier hoch. Dann würde ich nämlich tatsächlich das schon mal saven, weil gewichtmäßig, ja. Ja, weil wir den Gürtel nicht haben, ne? Müssen wir es eigentlich machen? Ich mach's. Komm. Ach, scheiße, es regnet draußen, ne? Ja. Na gut. So. Zum Loot-Tut-Gut-Loch. Rein damit. Oh, ach ja. Kann ich die schräg reinwerfen und sie fällt dann runter? Nee, ne? Ist einfach viel zu groß. Na gut. Dann schmeiße ich die mal hier hin. Keine Ahnung. Völlig egal. Und mal gucken. Uhrzeit. Ja, ist auch alles easy. Hm. Ja, ich überlege gerade, ausruhen brauchen wir uns eigentlich auch nicht, ne? Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen einfach direkt weiter. Komm.